Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber. Mein Name ist Sanchez und wir wollen uns heute mal in der späten Nacht, ist bei mir jetzt das Update draufgekommen von Xbox One, also das heißt mit dem ganzen Internal, mit dem neuen External Storage und dem Rename. Und was kam noch? Renames, genau. Das neue Goldzeugs, das jetzt mehr Apps gratis sind, wie zum Beispiel Twitch soll jetzt auch ohne Gold nutzbar sein, als Beispiel. Dann der One Guide ist jetzt für Europa verfügbar. Da kann ich euch leider nicht so viel drüber sagen, weil One Guide habe ich eigentlich nie benutzt. Und es geht ja nicht hauptsächlich nur mal darum, um die ganzen Festplattengeschichten. Ich habe mir jetzt schon zuvoraus, weil ich ja an Xbox Live Updates teilnehmen kann, endlich eine Festplatte besorgt. Und wir gucken das Ganze mal an. Ich gehe einfach in meine Apps. Und ihr seht schon, ich habe jetzt All Storage 1,8 TB noch frei. So, ihr seht auch, alle Spiele sind angezeigt. Das macht jetzt keinen Unterschied, wo was liegt. Man würde jetzt nicht meinen, irgendein liegt auf der externen. So, machen wir jetzt nochmal internal. Dann sieht man zum Beispiel bei mir, ich habe jetzt noch 45,8 frei. Aber wo ist denn das gute? Das gute Ding hin? Das gute Assassin's Creed? Ja, das habe ich zu Testzwecken schon mal auf die externe Festplatte von mir gemoved. Da seht ihr dann, haben wir auch die externe direkt anwählbar. Und man sieht, es sind jetzt 1,2% belegt. Er zeigt halt immer noch 1,7 Terabyte frei an. Da sind jetzt halt noch zwischen Gigabyte, weil das Ding ist ja, sind ja 100 Gigabyte und da ist noch genug Platz drauf. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde 2 Terabyte reicht vollkommen aus. So, das Ganze kann man nämlich, wenn man, wie ich zum Beispiel jetzt gesagt, auf der interne, brauche ich jetzt diese 45 GB auf jeden Fall, damit ich immer Updates ziehen kann. Weil zum Beispiel, wir gucken uns hier mal zum Beispiel Wolfenstein. Wolfenstein hat einfach mal eine mega fette Größe. Ich sag mal 3,2 GB groß und es ist halt noch nichts viel installiert. Und dann kommen noch die anderen Spiele jetzt wie Watch Dogs mit knapp 21 GB. Dann Murderer Suspect heißt das, glaube ich. Hat noch 12 GB, dann Worms etc. pp. Also dann ist die Platte schon relativ voll, wenn man wirklich alle Spiele kauft, ist die jetzt eigentlich auch schon voll. Und dann kann man jetzt hier, wenn man jetzt mit diesem netten, den Menüknopf drückt, das sagt er dir ein, kann man jetzt halt Pin to Home machen, View Game Details und Move und Copy. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, aber es scheint so, wenn man diese Disk-Version hat, zum Beispiel hier beim Wolfenstein, kann man diese nicht direkt moven. Also ich weiß nicht, bei mir wollte er das einfach nicht move. Ich drücke hier drauf, Move und dann sage ich eigentlich, ich möchte das auf diese Festplatte moven. Und dann, weiß ich, wenn es jetzt natürlich beginnt, wäre es lustig, aber ihr seht schon, es passiert nichts. Er sagt jetzt einfach, Installation stopped. Also Installation gestoppt. Übrigens, das Ganze geht es natürlich auch in Deutsch. Ich habe jetzt nur englische Versionen drin, weil ich einfach ein Freund von Englisch bin. Jetzt seht ihr natürlich, steht hier natürlich Installation stopped. So. Ja. Deswegen denke ich, das geht nicht. Jetzt kann man hier uninstallieren, dann sagt er, you are about to uninstall, installation stopped. Ist kein Problem, das ist jetzt, sagt jetzt einfach nur, ich nehme das wieder raus. Es bleibt natürlich, wenn es nicht funktioniert, immer noch hier in Apps drin. Dann kann man noch gucken, manage games. So. Ich denke mal, das funktioniert dann nur mit den digitalen Spielen. Da man ja die CDs sowieso immer mit dabei hat, weil man da nicht runterladen muss. Und da ich natürlich sowieso nur digital runterlade, ist mir das eh schnurzpipial, weil ne, ich lade halt eh nur digital runter. Deswegen ist mir das eigentlich Wumpe, ob das Ding jetzt, auf CD oder nicht sind. Deswegen. Und deswegen, also wie gesagt, mit Assassin's Creed habe ich das mal gemacht. Zu Testzwecken, wie der Speed denn so ist. Wir können jetzt gern mal auch irgendein Game. Wir nehmen mal ein kleines Game. Ich nehme jetzt mal hier irgendwie, was ich hier, Shite of Light oder so. Das können wir mal ein bisschen hin und her switchen. Nee, ich höre halt nicht. Dann über Max das zurück. Ich kann aktuell nicht, wenn es kaputt geht. So. Jetzt machen wir hier einfach mal Move. Zack. Wir nehmen mal die Festplatte aus. Zack. Dann müsste jetzt eigentlich theoretisch irgendwie. Genau. Das zweite Fenster sich öffnen. So wie jetzt gerade hier aktuell. Und dann steht da einfach nur Moving. Das geht jetzt natürlich ein bisschen schneller, da das Spiel nicht allzu groß ist. Ich wollte aber halt gleich mal testen, wie das für mich aussieht, wenn ich das Spiel von der Disk installiere und es auf die Festplatte bringe, ob das dann deutlich schneller ist. Weil hier ist natürlich der Punkt, er muss es von der anderen Festplatte erst laden, muss es dann auf die USB 3.0 Festplatte bringen. Das ist aber auch eine schnelle, moderne USB 3.0 Festplatte, die kann, glaube ich, bis
188 MB lesen und ich glaube auch bis zu 180 MB schreiben. Das ist jetzt nicht gerade langsam ist dafür, dass der USB 3.0 ist, haben wir ja bis zu 5 Gbits. Dass ihr dann 5000 durch 8, 500 MB sind, 500 MB pro Sekunde, das ist schon eine ganze Menge Durchsatz, das reicht vollkommen. So, mal sehen wir, das Ganze ist auf der Dings-Festplatte. Jetzt kann man hier wieder All machen, so, dann taucht es auch wieder auf. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Kurz Internet an, so. Mach wieder All. Dann ist das Gute. Was ist denn das? Hab ich nie gesehen. Aha. Das ist mir neu. Okay, was ich das habe. Das da unten. Das hier. Dasselbe nochmal. Okay, ist ein bisschen buggy. Gut, aber dann seht ihr, jetzt habe ich hier Max und jetzt kann ich ganz normal draufdrücken und zack. Nur was es jetzt halt von der anderen Festplatte lädt. Mal gucken, wie schnell das ist. Können wir ja dann mal testen. Boah, ist doch ein respektiver Speed, würde ich sagen. Er lädt, ich sehe, dass das da unten auch lädt. Ja. Ganz gut. Müsste man vielleicht mal gucken, ob das schneller geht dadurch jetzt, aber funktioniert auf jeden Fall einwandfrei bei USB 3.0. Guck mal rein. Loading. Nicht viel schneller oder langsamer. Killer entstehen, aha. Aha, okay, gut, also so funktioniert das. Dann haben wir das dann jetzt auf die externe kopiert. Natürlich kannst du auch, wenn du jetzt Bock hast und willst das Ding wieder zurück machen, ist das auch kein Problem. Ihr könnt einfach hier, move, zack, machen wir es wieder auf die interne, auch kein Problem. Mal gucken, ob es jetzt schneller geht dadurch, weil die jetzt hier interne ja, also das USB-Ding ja schneller ist, oder? Gefühlt braucht es aber ein bisschen länger, habe ich das Gefühl. Ja, ein bisschen vielleicht. Ja, mal gucken. Wobei geht auch relativ schnell. So, aber das war ein Punkt. Und jetzt kommen wir einmal zu dem zweitwichtigsten Punkt, den ich finde. Zum Set Real Name. Denn du kannst, wie gesagt, jetzt einfach. Wenn du das möchtest, kannst du jetzt hier in deinem Profil Share Real Name und dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, Set Real Name, jetzt seht ihr einmal hier, dann kann ich jetzt sagen Next, so, und Clear All, Select All, Clear All, kann ich sagen, hier, der Cluster, der streamt sowieso mit PC und der darf auf jeden Fall meinen Real Name sehen, weil Cluster und die beiden, die kenne ich persönlich und die dürfen auf jeden Fall meinen Share with Friends, no thanks, help more friends find you, no thanks. Share with two friends, don't share done. Zack. Und jetzt kriegen die beide meinen Real-Name angezeigt, wenn sie denn das Update drauf haben. Theoretisch. Kann ich nämlich angeben, Name-Sharing-Settings, so, two friends, bla bla. Und dann war's das schon. So. Und schon haben wir da im Nu einfach das nette Ding aufgesetzt. Das war's. Und kurze Erklärung, wie das neue Update aussieht, welche Version das ist. Können wir das System gucken. Und dann müsste das folgende Versionsnummer haben. Dann müsst ihr jetzt da in der Versionsnummer in den Klammern steht XB-REL-1406. Und das müsste die 06 sein. Denn 1405 ist die alte Version. Ja, und so haben wir das ganz einfach gemacht. So kann man eine Festplatte dranhängen und kann halt eben nur das dann, oh, jetzt habe ich das Setting zurück, sehen. Das müsste jetzt eigentlich schon fertig kopiert sein, oder? Ja, fertig kopiert. Genau, und so kann man das dann zocken. Zum Beispiel Assassin's Creed ist halt bei mir auf jeden Fall auf der externen. Damit ich Platz habe. Ne? Muss ja nicht immer auf der internen sein. Und man kann sich ja alle zusammen anzeigen und dann sind es auf jeden Fall wieder 1 TB. Tier 45, so. Ist auf jeden Fall ein tolles Feature.
sollte jeder mal nutzen. Also kauft euch schon mal eine günstige 2 Terabyte Festplatte oder 1 Terabyte reicht natürlich auch vollkommen. Das ist 1 Terabyte, da kriegst du auch erstmal was drauf, bis du das voll hast. Wenn du jetzt nicht so der Game-Käufer bist, dann hast du genug Platz auf der Platte. Aber schon mal eine gute Sache, was Microsoft da flexibel ist und sagt, ihr könnt da alles hochladen. Ja, das war's von meiner Seite und viel Spaß fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, einfach mal einen Daumen hoch oder einfach mal abonnieren. Vielen herzlichen Dank, euer Sanchez.